Unser Blut fließt nicht in einem gleichmäßigen Fluss durch unseren Körper, sondern wird vom Herzen schubweise durch den Körper gepumpt. Der Herzmuskel kann sich nämlich phasenweise zusammenziehen, also kontrahieren und danach wieder entspannen. Dieser Wechsel von Anspannungsphase und Erschlaffungsphase erfolgt in einem bestimmten Rhythmus. Die Anspannungsphase wird hierbei als Systole bezeichnet und die Erschlaffungsphase als Diastole. Fangen wir mit der Anspannungsphase an, der Systole. Hier beginnt der Herzmuskel sich zu kontrahieren. Im Moment sind noch alle Herzklappen geschlossen, weswegen der Kammerdruck immer größer wird. Sobald er den Blutdruck, der in der Aorta oder in der Lungenarterie herrscht, erreicht hat, öffnen sich schließlich die Taschenklappen, also die Aortenklappe und die Pulmonalklappe. Jetzt beginnt die Austreibungsphase der Systole. Der Herzmuskel ist maximal kontrahiert und etwa 70 Milliliter Blut werden aus den Kammern in den Körper und in die Lunge gepumpt. Während dieser Auswurfphase steigt der Druck in den Blutgefäßen kurzfristig an. Der dabei erreichte maximale Druck, gegen den die linke Herzkammer das Blut auswerfen muss, wird als systolischer Blutdruck bezeichnet. Er liegt normalerweise bei einem Wert von etwa 120 mm Quecksilbersäule. Was es genau mit der Einheit Millimeter Quecksilbersäule auf sich hat, braucht euch jetzt übrigens noch nicht zu kümmern. Merkt euch einfach, dass das eben die Einheit ist, mit der der Blutdruck angegeben wird. Nachdem das Blut hinausgepumpt worden ist, sinkt der Druck innerhalb der Kammern wieder. Befindet sich der Kammerdruck unter dem Arteriendruck, dann schließen sich die Taschenklappen wieder. Es folgt nun die Erschlaffungsphase, also die Diastole. Hier sind zu Beginn ebenfalls alle Herzklappen noch geschlossen. Wenn der Herzmuskel erschlafft, können sich die Vorhöfe mit Blut füllen. Durch diese Füllung steigt der Druck innerhalb der Vorhöfe. Ist der Druck innerhalb der Vorhöfe höher als in der Herzkammer, so öffnen sich die Segelklappen, also die Trikuspidalklappe und die Bikuspidalklappe. Es kommt zur Kammerfüllungsphase, in der das Blut aus den Vorhöfen in die Kammern fließt. In dieser Phase kontrahieren sich außerdem die Vorhöfe, um den Blutfluss zusätzlich zu unterstützen. Danach schließen sich die Segelklappen wieder und der Herzzyklus kann von vorne anfangen. Der sogenannte diastolische Blutdruck ist der niedrigste Druck. Er herrscht während der Entspannungsphase des Herzens, also der Diastole, im Gefäßsystem. Er beträgt in etwa 80 mm Quecksilbersäule. Die Messwerte für den Blutdruck werden stets paarweise angegeben. Dabei steht der höhere systolische Wert vorne und der niedrigere diastolische Wert hinten. Eine Person, deren Messwerte mit 120 zu 8 mm Quecksilbersäule angegeben werden, hat also einen systolischen Blutdruck von 120 mm Quecksilbersäule und einen diastolischen Blutdruck von 80 mm Quecksilbersäule.